Hi Leute, mein Name ist David und jetzt stelle ich euch das neue Cube Agree C62 Pro vor. Wie wir sehen, haben wir hier es mit einem sehr schönen 28 Zoll Rennrad zu tun und wie der Name schon sagt, mit einem C62er Carbon Rahmen. Der Rahmen ist sehr leicht und in einer aerodynamischen Form liegt er hier jetzt vor. Die Züge sind innen verlegt und die Sitzstrebe ist etwas dünner als beim Vorgänger und erhöht somit den Komfort und gleichzeitig die Effizienz. Die Laufräder sind von Mavic, die Cosmic-Laufräder, die sind leicht und robust und gepaart mit den Continental Grand Tour Race Reifen seid ihr auch mit einem geringen Rollwiderstand schnell unterwegs. Bei so einer Geschwindigkeit braucht man auch die Kontrolle, die wird hier durch den Cube Lenker gegeben mit einem griffigen Lenkerband und der Cube Vorbau sorgt für eine sportliche Sitzposition. Damit diese nicht wehtut auf langer Zeit, ist hier der Asphaltsattel von Celle Royal verbaut. Der sorgt für den nötigen Komfort. Die Klemme, die die Sattelstütze hält, ist im Rahmen hier integriert. So ist das Fahrrad nochmal sehr aerodynamischer. Die Farbe des Rades ist in mattem Schwarz gehalten mit blauem Dekor. Vorne am Fahrrad haben wir eine Carbongabel montiert. Diese ist leicht und dämpft zugleich kleinere Stöße auf der Straße ab. Angetrieben wird das ganze Fahrrad hinten von dem Schaltwerk Shimano Ultegra 11-fach. Vorne habt ihr auch von Shimano Ultegra einen 2-fach-Umwerfer. So habt ihr insgesamt 22 Gänge. Das sollte reichen für Bergfahrten, aber auch für schnelle Abfahrten. Angesteuert wird die neue Shimano Ultegra Schaltgruppe von den Schaltgriffen hier vorne. Hier steuert man auch die Bremsen mal an, meine ich. Die passen sich aerodynamisch perfekt an den Rahmen an. Das Cube Agree C62 Pro gibt es bei uns schon für den Preis von 2.299 Euro und es lässt euch auf jeden Fall wirklich fast wie ein Profi auf der Straße fahren. Wenn ihr dieses Fahrrad mal ausprobieren wollt, macht den Verfügbarkeitscheck, kommt in einer unserer Filialen oder bestellt es direkt unter fahrrad-xxl.de.